Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Ja, wir machen heute, wie ihr seht, schöne Bauchscheiben. Wir haben uns die extra ein bisschen dicker schneiden lassen und hier nochmal ein bisschen die Haut eingeritzt. Richtige Klopper eben. Und wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Wir haben nämlich eine super geile Marinade rausgefunden. Und was da alles drin ist, das stellt Horst euch jetzt mal eben vor. Ja, so wie Hans schon sagte, wir haben eine Tandoori-Marinade. Die haben wir aus einem großen Grillbuch herausgenommen und wollen mal testen, was sie kann. Dazu brauchen wir nicht viele Zutaten. Ich zähle es einfach mal auf. Ein bisschen Paprika, grobes Meersalz, Kreuzkümmel, Kurkuma und ein bisschen Cayennepfeffer. Das ist eben klein gehackter Knoblauch und in der Mitte ein Esslöffel Ingwer. Dazu brauchen wir 250 Milliliter Joghurt, in unserem Fall laktosefrei, und etwas Oliven- oder Pflanzenöl. Das bleibt euch selbst überlassen, was ihr wollt. Das war's eigentlich schon. Ja, ich freue mich und wir starten direkt mit der Marinade, würde ich sagen. So sieht's aus, fangen wir an. Jetzt geht's los mit der Marinade. Wir nehmen einen Esslöffel, einen guten Esslöffel Pflanzenöl. So. Dann ungefähr 200, das sind 500 Milliliter, 250, also die Hälfte von dem Behälter hier. Einfach rein. So. Wie gesagt, auch hier, es kommt nicht genau darauf an. Die genauen Mengenangaben schreiben wir natürlich wieder unter das Video. So, und das, was wir gerade vorgestellt haben an Gewürzen, das haben wir jetzt alles hier und das kommt einfach oben drauf. Jetzt passiert nur noch eins. Wir mischen das ganze Spielchen einfach durch. Und ihr seht, die Farbe wird schon anders. Wir schmecken es gleich nochmal kurz ab. So sieht die fertige Marinade jetzt aus. Und jetzt kommt nur noch eins, ran ans Fleisch. Dazu natürlich Handschuhe an. Ja, Horst freut sich schon. Und jetzt kommt die ganze Marinade eiskalt in unsere Konsistform. So, ich kratze hier tatsächlich doch noch mal ein bisschen was drauf. Oh. Eieieiei, der Geruch. Und jetzt verschmiert Horst erstmal alles komplett. Hier einfach das Fleisch einfach ein bisschen einmarinieren. Ein bisschen aufpassen, es spritzt natürlich, aber das ist nicht schlimm. Solange meine Frau das nicht sieht, ist das alles in Ordnung. Ihr habt das Feedback meiner Frau gehört. Aha, war das. Okay, so. Seht zu, dass ihr überall ordentlich Marinade dran kriegt. Und der Rest, der nachher hier noch in der Schale ist, den kippen wir nachher mit in den Vakuumierbeutel rein. So, schaut her. So sieht es jetzt aus. Da ist noch ein bisschen wenig. Ah, herrlich. Und so wie ihr es jetzt seht, kommt das Ganze in den Vakuumierbeutel und wird über Nacht im Kühlschrank einmariniert. So sieht euer Fleisch jetzt aus. Einvakuumiert ist es jetzt und jetzt geht es über Nacht im Kühlschrank und darf in Ruhe durchziehen. Morgen sehen wir uns dann wieder. Ja, eine Nacht ist vergangen, wir sind wieder da. Es ist jetzt auch schon wieder abends, wie man sieht. Wir haben den Grill vorgeheizt, ein AZK ist drin, ich mach mal auf. Jawohl, wir haben hier einen kleinen Tropfschutz gelegt. Hier sind die heißen Kohlen und jetzt werden wir unseren Bauchspeck schön direkt aus dem Vakuumbeutel indirekt erstmal auf den Grill zaubern. Jawohl. Schön eng legen, Horst, damit wir alles drauf kriegen. Gib mir echt viel Mühe. So, die wunderbaren Bauchscheiben liegen allesamt auf dem Grill. 8 Stück sind es an der Zahl. Wir haben hier noch ein bisschen getrocknetes Horst. Was ist das für Holz? Das ist Apfelholz. Apfelholz, das packen wir jetzt hier eiskalt mit rein. Hoi! Und jetzt werden die Dinger erstmal indirekt ein bisschen auf Temperatur gebracht. 15 Minuten sind jetzt rum bei indirekten Grillen mit ein bisschen Rauch. Jetzt wollen wir die Dinger mal wenden. Oh ja. Oh, Alter, das riecht gut. Boah, man hört. Wenn wir alles umgedreht haben,
dann lassen wir die Dinger erstmal so, ja, noch weitere 10 Minuten indirekt liegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Na komm, Horst, das Take machen wir noch zu Ende hier. Ja, natürlich. Ich hab Hunger, beeil dich. Super. So, und den Deckel zu. Bis gleich. Weitere 10 Minuten sind jetzt um, indirekt. Und jetzt wollen wir die guten Stücke erstmal schön auf die Glut ziehen. Ja, reiß auf die Hütte, Horst. Darf ich? Danke. Klar. Endlich. Ab über die Kohlen. Die Teile sollen schön kross werden. Und Deckel drauf. Die Bauchscheiben sind jetzt von beiden Seiten richtig schön über der Glut angeballert worden. Und jetzt hält Horst mal eben hier nochmal das volle Paket mit der Schwarte nach unten voll über die Glut, um alles nochmal schön zu ploppen. Und das machen wir jetzt mit allen 8 Scheiben. Und dann sehen wir uns drin wieder zum Verköstigen. Oh, sieht das geil aus, Horst. Das tut schon was, ne? Jawohl. Und jetzt kommt der Handschnitt. Hans, fang an. Ich bin mal so frei. Ich schneide die Dinger einfach mal hier so runter. Schaut es euch an. Richtig geil, Bauch. Genauso muss das aussehen. Wir werden den ganzen Spaß jetzt verköstigen. Ich mache hier nochmal einen runter. Oh, es schneidet sich schon wie Butter. Die Schwarte ist kross. Wunderbar. Das ist was Feines. Das ist was absolut Feines. Tja, es ist wieder soweit. Wir kommen zum Resümee. Wir haben es uns wieder mal verkniffen, vor der Kamera zu schmatzen und zu probieren. Aber Hans soll euch erzählen, wie es war. Ja, Horst hat vollkommen recht. Es war einfach nur mega gut. Die Bauchscheiben, für mich immer was ganz Feines. Ich kenne das noch aus der Kindheit, wenn Papa am Grill gestanden hat und da mal eben sein Bier drüber gegossen hat. Ich habe das immer total abgefeiert und deswegen haben wir uns heute auch dafür einfach entschieden, mal was Einfaches zu machen, ne? Bauchscheibengrillen, Flachgrillen in Anführungsstrichen. Aber es ist was Feines und der Tandoori oder die Tandoori-Marinade, die ja indisch angehaucht ist, mega gut. Also kam gut auf dem Fleisch, fand ich sehr, sehr gut. Und auch der Ingwer kommt schön durch. Ich fand auch, das Fleisch hat einen super Rauch angenommen. Wir haben ein bisschen mit Apfelrauch gearbeitet. Das hat das sehr gut angenommen. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und mir hat es absolut gut gefallen. Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir müssen nur noch eins sagen, ganz kurz nochmal für die Marinade. Wir hatten die Marinade schon mal gemacht und auf Huhn probiert. Und das Hühnchen auch über Nacht mariniert. Das Huhn nimmt es wesentlich stärker an als das Schweinefleisch. Geschmacklich absolut super, aber wie gesagt, auf Hühnchen ist das Ding intensiver. Auf dem Schweinefleisch muss man sehen, ob man den Anteil des Kreuzkümmels oder des irgendwas erhöht, damit es ein bisschen mehr rauskommt. Aber ansonsten ist die Tandoori-Sache einfach genial. So, und mehr würde ich Ihnen sagen und dann würde ich nur noch eins vorschlagen. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Oder noch besser, ihr abonniert unseren Kanal. Ciao. Tschüss.